Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind jetzt hier auf dem großen Viertel und hier können wir uns ein bisschen umgucken. Hier müssen wir auch ein bisschen was klauen und gucken, was wir machen können. Können wir da rein? Oh, relativ klein der Brunnen, würde ich sagen. Die ganze Nacht Huren den Hintern versohlt. Du musst todmüde sein, so blass. Huren den Hintern versohlt. Alter. Ah, ich sehe gerade, wo wir sind. Oh, da sind Deine zwei Greta Sachen. Kann ich die klauen, ohne dass mich wer sieht? Bei ernsten Sachen lügt sie nie. Ein Stallbursche hat ihr erzählt, dass von den Leichen nur noch Fetzen übrig sind. Stallbursche. Okay, cool. So eine zuverlässige Quelle. Jeder in Novigrad will sich interessant machen. Dazu sind fantastische Geschichten der einfachste Weg. Na, ich glaube, dass was dran ist. Du wirst ja sehen. Wunderbar. So. Morvan Voorhees. Nochmal. Ah, Geralt. Was kann ich für dich tun? Wie stehen denn die Dinger am kaiserlichen Hof? Große Änderungen stehen an im Kaiserreich? Du weißt es nicht? Der Kaiser hat dich rufen lassen. Das tut er nie ohne Grund. Es ist klar, dass er seine Tochter sucht. Du weißt viel. Natürlich. Ich bin der Sohn meines Vaters. Was hat dein Vater damit zu tun? Er steht dem Kaiser nahe. Und er kennt die Opposition, die seine Abdankung will. Cirilla den Thron zu überlassen, ist das Beste, was der Kaiser tun kann. Aber wie man weiß, braucht eine Kaiserin einen Kaiser an der Seite. Mein Vater wird dafür sorgen, dass der richtige Mann ausgewählt wird. Aha. Okay. Mach's gut. Ich finde ja, das sollte man immer noch ihr entscheiden lassen. Denn vielleicht mag sie ja auch keine Männer. Man weiß es nicht. So. Geh weg, Hexer. Will nur gucken, ob man hier reinkommt. Nein, kommt man nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass wir da reinkommen. Also mein Gott. Genau, hier waren auch noch, Nanu, hallo. Wenn ich mich jetzt beeile. Die Opposition in Nilfgaard. Dann habe ich erfolgreich noch was geklaut. So, darf ich einmal? Danke. Den Kaufmann sprechen wir gleich nochmal an. Ich möchte nochmal gerne wissen, ob der noch was Neues hat oder so. Ansonsten gucke ich mich hier nochmal oben um. Aber ihr merkt schon, wir kommen so langsam zu einem, gehoberen Viertel. Hier gibt es nämlich teilweise besseren Loot. Teilweise, nicht immer. Nun denn, Herr Kaufmann. Willkommen zurück. Na, Hallöchen. Doch Interesse an den Andenken Eramas? Habe ich schon die gekauft. Sind noch zu verkaufen. Die habe ich doch schon gekauft, Mensch. Zeig mir was. Aber was hast du denn so noch? Alter Wein aus Toussaint, sonstiges. Es ist abschließend einer Quest benötigt. Kaufen wir mal. Genauso wie die erstaunlichen Fälle der Virtuosenwege. Kaufen wir auch mal. Was alles so ein Ausrufezeichen hat. Kaufen wir mal lieber, weil, nun ja, weil wir es vielleicht irgendwann mal brauchen könnten. Ich weiß es nicht. So, wir haben hier noch einen Sattel vorhin bekommen, den können wir mal verkaufen. Du hast auch relativ viel Kohle. Ich weiß gar nicht, ob man bei dir überhaupt da was dann verkaufen kann. Nicht, dass ich wüsste, okay. Nein, nicht verkaufen. Nun denn. Ah, es hat sich wieder aktualisiert. Naja. Sehr schön. Ich werde ohnmächtig. Es dreht sich alles. So, wir gucken uns hier mal auf dem Markt um. Hallo, Kamerad. Sei gegrüßt. Hallöchen. Ah, guck mal, da geht's. Ich weiß nicht, ob es eine Kanalisation ist. Aber da geht es runter, anscheinend. Gucken wir mal. Ah, da können wir sogar rein. Cool. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Ist bestimmt nicht gut, hier unten zu sein, aber... falsches Zeichen gewirkt. Sorry. So, ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Aber es lohnt sich immer, einen Abstecher zu machen. Es hat eben gespeichert von alleine.
Ist immer kein gutes Zeichen. Wenn es selber speichert, dann... Oh, oh. Wo kommen wir denn hier raus, Mensch? Ach so. Warte mal. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, hier sind wir schon mal lang gegangen. Oh, warte mal. Nur um zu überprüfen, ob das richtig ist. Ich glaube, hier waren wir schon. Genau, da haben wir das Dings geöffnet. Da haben wir dann nochmal uns gefragt, ob es hier nicht irgendwo lang geht. Weil wir angeblich eine Sackgasse erwischt hätten oder so. Und dann guckt mal euch an. Gibt es da eine Leiter? Mein Gott, okay, gut. Dann weiß ich auch, wo es hier lang geht. Nun denn. Was ist hier los? Eben war es doch hier noch voll. Okay, alle auf einmal weg oder wie? Das ist aber merkwürdig. So, die Tafel nehmen wir gleich mit. Erstmal würde ich mich gerne hier ein bisschen umgucken. Oh. Hier haben wir Friseur. Das machen wir gleich mal. Aber wo bekomme ich heute noch welche? Genau. Und hier sind wir ja lang gegangen. Von unten. Wo ich dann sagte, hier stehen Wachen. Da muss man dann aufpassen. Oh, was ist das denn? Ist das hier das Gefängnis? Okay. Ja. Mein Papa ist Hexenjäger. Ich weiß nicht, ob ich das klauen kann, aber wenn, dann müssen wir halt ein bisschen vorsichtig agieren. Ah, das seht ihr. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Das kann sein. So, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um, ruhig. Hier gibt es nämlich einiges einzusammeln. Müssen nur aufpassen, dass hier keine Wachen sind oder so. Das soll ich nur zum Abendessen machen. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal geregnet hat, deswegen kann ich es dir nicht sagen. In den Bäumen bist du besser aufgehoben. Raduvid ist kein bisschen besser als M hier. Er könnte sogar schlimmer sein. Würde ich auch sagen. Ich würde auch so weit gehen, dass Raduvid eventuell schlimmer als M hier ist, weil M hier wenigstens immer noch die Magier duldet. Raduvid aber die für vogelfrei erklärt hat und somit zur Geächteten macht. Deswegen bin ich eher mehr momentan so auf der Seite von M hier. Aber auch M hier ist schlimm. Also der eine ist nicht besser als der andere, sagen wir es mal so. Oh, da haben wir ein Barbier. Und da haben wir... Ach, das ist der Barbier. Okay, dann gucken wir da mal rein. Meine Güte, was für ein Monster. Oh, warte mal, Barbier. Gegrüßt sei der gnädige Herr. Rasierer, Scheren, Messer, alles ganz frisch geschliffen. Ich brauche einen Haarschnitt. Kriegst du das hin? Nee, brauche ich nicht. Ich wollte nur mal gucken, ob die vielleicht eventuell... Bis dann. Gewinn spielen. Gerade nicht drauf gekommen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass irgendein Barbier mal sagt, hey, wollen wir nicht Gewinn spielen lieber? Und ich dann sage, ja, warum nicht? Kann noch eine Karte gebrauchen. Aber das ist Wunschträumen. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Na denn. So, dann sind wir hier soweit durch. Und können die Aufträge hier mal annehmen. Ich glaube, das ist auch das letzte Anschlagbrett hier in Novigrad, oder? Genau, die anderen hatten wir dann alle schon angenommen. Naja, dann nehmen wir die auch an. Gucken wir mal, was wir finden. Nilfgaardische Kulturfest abgesagt. Es schmerzt mich mitteilen zu müssen, dass angesichts der jüngsten Ereignisse die Entscheidung getroffen wurde, das Nilfgaardische Kulturfest abzusagen. Botschafter war Adre. Die Kanalisation nicht betreten. Wir möchten die ehrenwerte Einwohner Novigrads informieren, dass die Tempelwache letzte Woche 3 Leichen aus der städtischen Kanalisation geborgen hat. Sie sehen aus wie folgt. Männlich, mittleren Alters, wohlhabend gekleidet, Geburtsmal an der Schulter. Weiblich, älter, in blauem Nachthemd gekleidet, zahlreiche stumpfe Verletzungen. Männlich, jung, nackt, unanständige Tätowierung in Leistengegend. Die Leichen werden bis zum Monatsende untersucht, identifiziert und dann eingeäschert. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um unsere
verehrten Mitstädter von der Betretung der Kanalisation zu warnen. Trotz kontinuierlicher Anstrengung seitens unserer tapferen Tempelwache ist dort außerordentliche gefährlich. Der Rat der freien Stadt Novigrad. Warnung an den Klugscheißer, der sich jeden Abend an meinem Türrahmen erleichtert. Wenn du dies liest, dann aufgemerkt. Ich habe mir eine vorzügliche Zwergenarmbrust gekauft und sitze im Fenster Tag und Nacht bis ans Ende aller Zeiten. Wenn es sein muss, und ich warte auf dich. Du kannst dich also entweder auf einen Bolzen zwischen den Augen oder im Arsch freuen. Oder ab sofort woanders hinpissen, du dreckiger Schweinehund. Olbracht Wiegermann, Vorarbeiterallee 1C. Na, wenn die Leute sonst keine Probleme haben. Maße und Gewichte. Angesichts der ständigen Streitereien, die unsere Marktbesitzer von ihrer vornehmlichen Aufgabe des Handels abhalten, seien hiermit alle an die offiziell anerkannte Maße und Gewichte in Novigrad erinnert. Ein Klafter sind gleich 3 Ellen, eine Elle ist gleich 2 Fuß, ein Fuß sind gleich 12 Zoll. Eine Gallone sind gleich 4 Quarte, ein Scheffel sind gleich 8 Gallonen, ein Fass sind gleich 4 Scheffel und ein Pfund sind gleich 16 Unzen, ein Stein sind gleich 25 Pfund, ein Zentner sind gleich 4 Steine. Es wird verlangt, dass dieses Maßsystem bei jedem Händler verwendet wird. Beschwerden bezüglich Transaktionen in anderen Maßen werden grundsätzlich nicht anerkannt. Der Rat der freien Stadt Novigrad. Ach du Scheiße. Lektion im guten Umgangsform. Mit welchem Messer wird der Fisch gegessen? Darf eine Dame sich bei heißer Witterung ohne Strümpfe herauswagen? Hält man ein Weißweinglas am Stiel oder am Kelch? Wer den Umgang mit der feigen Gesellschaft Novigrad sucht, erhält gegen geringe Gebühr die Antworten auf solche und ähnliche schwierige Fragen von Graf Nugette? Ach du Scheiße. Einer weltweit anerkannten Autorität in Sachen gute Umgangsform. Alles klar. Erinnerung. Ehrenwerte Städter. Bitte denkt daran, etwege Passanten zu warnen, bevor ihr die Nachttöpfe aus dem Fenster ausleert. Der Rat der freien Stadt Novigrad. Yay. Das waren anscheinend auch keine Quests, sondern nur alles hilfreiche Informationen, oder? Oh ja. Manchmal ist halt nicht, ne? Nun denn, dann lass uns mal hier ein bisschen rumgucken. Vielleicht können wir hier noch irgendwo was looten. Ah, da ist noch eine Tür, wo wir reingehen können sogar. Lol. Na schön. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. So, da ist abgeschlossen. Da geht's auch nicht weiter. Dann, da ist ein kleiner niedliches Räumchen gewesen hier. Warum nicht, ne? So, in dem Haus hier war ich schon. Das ist das Haus vom Botschafter Vaatre. Da möchte ich aber eigentlich nicht hin, weil, wie gesagt, da war ich schon. Du meine Güte, was für eine Missgeburt. Das sind alles hier Kaufmänner, mit denen ich nichts machen kann, leider. Oder... Oh, hier sind welche, allerdings steht da eine Wache. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich speichere mal. Bewahre unsere Kinder vor allem Übel. Hat keiner gesehen, ne? Cool. Meine Geduld mit dir ist bald zu Ende. Okay. Die Zivilisation endet aufpassen. Am Rande dieses Lagers. Ein bisschen aufpassen muss man also doch. So, kommen wir da oben irgendwo rein? Abgeschlossen, okay. Also das ist das, was ich vor ewigen Folgen mal sagte, dass Novigrad zwar ziemlich groß ist, aber viele Türen einfach verschlossen sind. Somit sich eigentlich das erübrigt, dass wir nicht allzu viel looten können. Wir können zwar einiges looten, aber irgendwo hört dann auch, irgendwo ist dann auch die Grenze. Deswegen habe ich auch keine Probleme damit gehabt, zu sagen, hey, ich loote dann auch alles ruhig. Stell dir mal vor, man könnte überall rein und auch überall was zu looten finden. Ey, das wäre absolute Horror. So, was haben wir denn hier? So, da sind noch ein paar Säcke. Den nehmen wir auch noch mit. Da ist auch noch einer, den ich nicht von da bekommen habe. Da sind noch mehrere. Oh, da ist noch einer. Aber der will wieder nicht von Anfang an. Okay, dann scheiß drauf.
Ja, dann gehen wir nochmal oben hin, bevor wir unten reingehen, in die Passivflora. Und dann gucken wir mal nach. Was haben wir denn hier oben alles? Alles klar, da kann man nur runter, okay. Dann, ja, lass mal hier oben gucken. Sogar, dass sie auf den Besen zum Hexensabbat fliegt. Möchte wissen, was meine Frau dazu sagen würde. Hexensabbat? Oh. Was geht denn hier ab? Nun denn. Ah. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Die Schwarzen? Redania? Hauptsache, sie bezahlen und schlagen. Ich mein Konto bei der Vivaldi Bank. Gut. Dieser Wucherer zahlt ja auch immer weniger Zinsen. Ach, falsche Zinsen stören mich. Oh, die Inflation schon. Ehrlich? Ja, kein Interesse. Da investiert man sein Vermögen besser in Immobilien. Heute bringt ein bloßes Grundstück mehr ein als eine Villa vor einem Jahr. Wie eine offene Wunde. Hm. Man kann hier einiges looten, muss ich sagen. Das ist krass. Wo kommen wir hier hin? Ah, das ist auch nur so ein Ausblick, ne? Aber guckt euch diesen Ausblick mal an hier, ey. Hier würde ich jetzt gerne in echt stehen und einfach hier so, weiß ich nicht, halbe Stunde stehen, sitzen oder wie auch immer. Einfach hier so hingucken. Das wäre voll geil. Nun denn. Das waren noch Zeiten. Ja, dann einmal runter. Hier oben sind wir fertig. Keine guten Karten, kein goldener König. So kommen wir aber nicht rein. Kennen wir die Regeln nicht? Aber ich habe jede Menge Geld. Dann solltest du mit besseren Karten wiederkommen und etwas Besseres anziehen. Hohe Einsätze. Oh, können wir hier bei dem Gwyn spielen oder so? Muss ich gleich mal gucken. Erstmal würde ich aber gerne looten. Sie wollten Meister Rittersporn einsperren. So eine Frechheit. Meister Rittersporn? Den suchen wir doch. Warum so eilig, mein Prinz? Benimm dich. Tu, was du tun musst, aber benimm dich. Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. So, warte mal. Wir gehen jetzt hier mal in den Nebenraum rein. Okay. Trinken wir. Es wird schon Abend. Oh. Guten Tag, die Damen. Oder guten Abend, wie auch immer. Eieiei. Wie geht's, Süßer? Ganz gut, ganz gut. Oh, Wölfchen. Miau. Okay, hier geht es nirgendwo weiter. Entschuldigung. Oh. So, nur mal alles mitnehmen. Finsternis? Überall Finsternis um mich herum. Es stinkt nach verbranntem Fleisch. Können Sie die Scheiterhaufen nicht vor der Stadt aufbauen? Hab gerade Pause. Die wilde Jagd. Und, was habe ich da noch für ein Buch bekommen? Bruder Alderts Berts Bestiarium. Sorry. Lass einen von denen rein. Ah, hier kommen wir dann schon wieder raus. Okay. Aber weiß ich für Scheiße. Und dass sie niemanden um ihr Leben anfleht. Dann loderten die Flammen hoch bis zum Dach. Na denn. Wirklich? Musst du diesen Stuss wiederholen? Sieh an. Noch ein Mutant. Ja, dann sprechen wir mal mit dem Typen, wo wir eben eine Quest anscheinend bekommen haben. Hohe Einsätze. Und dann sehen wir weiter. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.